Diesen Bericht präsentiert euch Liquimolle, Öle, Schmiermittel, Additive, Reinigungs- und Pflegemittel. MotoTV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen, die Streetline 2024 hier am Gerberbach bei dem ÖMTC Fahrsicherheitstrainingscenter, wo wir heute über 350 Fahrzeuge begrüßen durften. Und es war sensationell, was hier alles geboten wird, von einer Driftstrecke über einen Offroad-Park. Und so werden auch hier wunderschöne Fahrzeuge für euch hier ausgestellt. Und es freut uns immer wieder, dass so viele Motorsport-Begeisterte und Tuning-Begeisterte sich hier eintreffen bei der Streetline. Der Mario aus Rosenheim kommt mit einem wunderschönen BMW M3. Tolle Anfahrt, über 100 Kilometer, und es freut uns, dass du da bist. Ich bin bei Zeiten losgefahren, da war noch nichts los. Bin super durchgekommen, ohne Stehen, aber mit 60. Aber wunderschönen Ausflug macht heute hierher, ja, zu uns, zu der Streetline. Bist du schon mal da gewesen bei der Veranstaltung? Nein, aber ich war letztens wieder auf dem BMW-Treffen, da habe ich die Landecker Freunde getroffen und die haben mich heute hierzu eingeladen. Und jetzt haben wir uns hier getroffen bei euch und es ist super. Ja, wunderschön. Und dein M3, erzähl mal über dein Auto. Den habe ich jetzt in meinem Besitz seit 1999, habe den von meinem Stiefvater gekauft. Ja, habe den Motor mal überholt, weil er schon 280.000 runter hatte. Ein bisschen mehr Leistung und ja, und halt mein Baby halt am Leben. Und dann Spaß. Wunderschön, und mit dem kann man Spaß haben. Ja, so hätte ich auch gerne in der Garage stehen. Ja, Mario, ich kann dir nur gratulieren zu dem wunderschönen Fahrzeug und pfleg und hegen. Und schaut rein auf www.tv22.tv und ihr seid live mit dabei. Danke dir. Ich sag merci. Danke, Mario. Ciao. Danke. Nico, wenn ich da so durchschaue, durch die Reihe von eurem Verein, stell dir mal vor, wie viele Leute habt ihr da? Ja, servus, grüß euch. Ich bin der Nico vom Verein JDM United. Und wir sind heute da vertreten beim Streetline 2024 mit ungefähr 25 Autos. Wir haben so eine Art Verein, Club eben, da sind wir insgesamt fast 90 Mitglieder mittlerweile. Und ja, es ist halt eine recht große Auswahl an verschiedensten Fahrzeugen heute hier. Ja, Philipp, du bist der Präsident. Was ich weiß von diesem Club, wie toll ist das? Ich weiß noch, wie das erste Mal der Mario angefangen hat. Da waren einige Autos von euch da und jetzt ist es richtig gewachsen. Ja, wie gesagt, wir freuen uns natürlich super jetzt hier auf das Event. Also es ist wir hoffen dann natürlich wieder nächstes Jahr ein fixer Termin für uns, und wir haben ja vor Jahren damit auch angefangen und deswegen, wir sind froh, dass es das ja wieder gibt, lokal, einfach in der Nähe. Das ist einfach mittlerweile selten geworden und wir freuen uns richtig, dass wir wieder da sein können und feiner Tag wieder. Ja, ein super toller Tag heute, Sonnenschein, Mario, heiß ist es da, regnet, ist es uns nicht recht. Für die tollen Autos, was da ausgestellt werden, kann man ruhig ein bisschen schwitzen. Ja, nein, ich sage unser Team, also wir schwitzen gern für die ganzen Besucher. Wenn wir gerade gehört haben, 90 Mitglieder, also es ist, die Szene lebt in Tirol, wir haben oft schon darüber geredet. Und das Interesse, wenn man sieht, ist ja da für so ein Autotreffen. Es ist eine super Community, jeder hat Spaß, sein Auto auszustellen und jeder hat ein Grinsen im Gesicht und für das machen wir das eigentlich. Ja. Und die Modelle, was ihr ausstellt, Nico, das sein? Puh, alles Mögliche, also geht von aus Baujahr 82, glaube ich, ist das älteste, was wir da haben, an Subaru, bis hin zum neuesten GR Yaris, GR 86, haben wir heute wirklich alles vertreten. Also müssen wir sagen, danke auch an unsere Mitglieder, dass sie alle so zahlreich da mitgekommen sind. Und ja, wächst stetig zum Glück. Und es ist die japanische Fraktion, die da ausgestellt wird. Wir bringen sie im Bild, ob das der Nissan ist, der Toyota ist, der Honda. Richtig schöne Fahrzeuge, und es freut uns, dass ihr so stark vertreten seid. Danke vielmals. Danke, gerne. 600. 600. 300, da weiß ich nicht. Ah, das ist schon was. Vor 10 Jahren hatte ich schon 300. Naja, jetzt hat er sich gerade selber verraten, der Roger, der Millionär. Er hat das Fahrzeug da stehen. 700.000 Euro hat der Wert. Und das glaube ich ihm sofort. Und er ist einer der wenigen, die noch einen originalen in der Garage stehen haben. Das Fahrzeug von Dieter Quester. Roger, die Streetline heute da bei uns. Mario macht immer eine tolle Geschichte. Ja, also ich finde es voll geil, was er da auf die Beine gestellt hat, der Schuppi wieder. Es ist jetzt, soweit ich weiß, das dritte Mal da am Zenzenhof. Und wie man sieht, das Wetter spielt mit, die Leute spielen mit, alle haben ein Lächeln im Gesicht. Viele Autos, viele schöne Autos sind da. Und wir natürlich auch, da dürfen wir nicht fallen, ganz klar. Du als Junger siehst das ja auch, bist immer mit dem Papa mit dabei. Wie siehst du das neu entstehen des Motorsports in Tirol? Ich sehe das voll cool, weil es eine Zeit lang furchtbar ruhig war bei uns in Tirol, und jetzt ist endlich wieder was los, dass man was sehen kann, sich mit netten Leuten zusammenhocken kann und nicht quatscht. Das Mutti Motorsport.
irgendein Teil braucht von einem BMW M3, könnt ihr euch bei ihm melden. Danke vielmals. Danke. Alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch heute. Ciao. Die 83er Golf GTI, das erste Modell. Und du hast ihn wie lange schon? 18 Jahre. Vor 18 Jahren habe ich ihn restauriert. Und seit er dort fahre ich mit ihm. Habe ich Spaß. Hat immer funktioniert, fast immer. Also bin gut zufrieden. Ist der 112-bässige? Ja. Ja, wunderschönes Fahrzeug. Ja. Hast du irgendwas verändert, außer jetzt die Optik ein bisschen Felgen und so? Aber die ansonsten? Farbe. Normalerweise ist er blau. Ja. Ich habe ihn von Wien auch geholt, den habe ich von Wien. Habe ihn in blau geholt und habe gedacht, nein, blau, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Wenn ich es heute noch mal machen würde, würde ich ihn vielleicht original machen, aber das Silber ist einfach, gibt ihm einfach was, ist schön. Und wie gesagt, die fahren seit 18 Jahren und er kriegt immer die Sporen und ist immer wieder, also nach 18 Jahren sitze ich immer noch gleich rein und habe dann Freude, wenn ich starten kann und fahren. Und das, was mir auffällt, der hat nur einen Scheinwischer. Das ist auch noch ein großer Fehler, was ich früher gemacht habe. Ich habe ihn noch komplett umgebaut gehabt. Früher, ich habe einen Schallersitzkäfig, alles war da drin. Ich habe ihn ja komplett wieder zurückgebaut. Also seit 5 Jahren ist er jetzt zurückgebaut und jetzt habe ich auch die Recaro-Sitz machen gerade. Ja, und der Kollege hat da einen wunderschönen Zwarer. Mhm. Ein Golf GTI 1er Modell und da haben wir einen Golf GTI, das 2er Modell. Bin ich da richtig? Ja, ist ein 2er Golf, 2er GTI. 89er Baujahr Spezial. Habe ich vor 6 Jahren gekauft. Vor 2 Jahren habe ich ihn komplett restauriert. Hat man einen kompletten. Ja, wenn man das sieht, die sind die richtig Fans. Hat sogar die Goldketten von einem VW umhängen. Ja, und es muss nicht immer ein Porsche, ein Lamborghini oder ein Ferrari sein. Es kann auch ein wunderschöner VW Golf sein. Und es freut uns, dass Sie hier sind bei der Streetline 2024. Ein wunderschöner Renault 5 Turbo. Wie lange hast du den schon? Ich bin 6 Jahre jetzt. Und der ist in der Schöne gestanden, 20 Jahre. Und dann habe ich ihn ergattert, auf gut Deutsch. Ein Garagenschätzchen, wie man so schön sagt. So in der Richtung, ja. Hast du was machen müssen? Ja, Motor ist schon mal komplett gemacht. Und rostmäßig war er super benannt. Also da hat er nichts gehabt. Was hat der PS? Der hat 110 PS, ist ein 1400er. Ja. Und ich baue ja 81. Ja, wunderschönes Fahrzeug. Und die sind ja ganz, ganz selten. Also das war ja damals der Golfkiller, wie der rausgekommen ist. Die haben sich richtig gematcht. Ja. Nein, aber es war wirklich der Golfkiller auf gut Deutsch. Und Renault hat sich das einfach reinfallen lassen und hat einfach da eine Alpinmaschine gekauft mit dem Turbo, dass er konkurrenzfähig ist. Gratuliere, dass du den hast. Alles Gute und vielleicht sehen wir dich nächstes Jahr wieder. Ja, dankeschön. Servus. Diesen Bericht präsentierte euch Liqui Moly, Öle, Schmiermittel, Additive, Reinigungs- und Pflegemittel.